danke euch. Stefan, recht herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast und mir die Möglichkeit gibst, hier zu sprechen. Ich werde heute einiges über eBay erzählen, werde sehr in die Tiefe reingehen und werde versuchen, euch zu erklären, wie ihr erfolgreich auf eBay handeln könnt. Kurz zu mir und meiner Person. Ich habe 2012 aufgehört zu handeln. Ich war bis 2010 größter Verkäufer auf eBay Motors. Mit 45 geplant nach abgeschlossenem Vermögensaufbau habe ich mich jetzt als Privatier zurückgezogen. Und durch den Tod meines Vorgängers bin ich dann an den Blog Wortfilter gekommen. Ich hatte mir überlegt, mal ein Buch zu schreiben. Bin dann gefragt worden, ob ich Lust habe, diesen Blog zu betreiben. Gut, und offensichtlich schreibe ich Dinge, die andere interessieren und die das gut finden. Aus dem Grund habe ich das zu meinem Hobby gemacht. So, dann fangen wir auch jetzt direkt einmal an. eBay oder Amazon? Das ist eine Frage, die werdet ihr euch wahrscheinlich immer irgendwo schon mal stellen oder auch schon gestellt haben. Die Antwort ist ganz einfach, beide. Die Frage ist aber, was ist besser, was ist schlechter? Und wie wird derzeit Amazon wahrgenommen? Das möchte ich gerne noch mal ein bisschen erläutern, weil ich habe den Eindruck, dass viele, inklusive Stefan, auch der Meinung sind, Amazon sei so der Hype und sei der große Marktplatz. Das ist falsch. Amazon ist im Gegensatz zu eBay eine Frittenbude. Schaut euch einmal die Umsatzzahlen an. Als Händler macht ihr immerhin noch einmal 20.000 Euro pro Kopf Umsatz mehr bei eBay als bei Amazon. Was vergessen die meisten? Amazon macht einen Umsatz von rund 100 Milliarden US-Dollar. Da rechnen wir dann noch mal ein bisschen das Cloud-Geschäft und die ganzen Services weg. Dann kommen wir ungefähr auf 80 Milliarden US-Dollar. Und wie viel macht denn davon denn eigentlich der Marktplatz? Also ihr? 45%. Dr. Schobal, Marktplatzchef von Deutschland, hatte vor 2-3 Wochen in einem Interview auf der Internet World oder in der Internet World gesagt, 45% des Gesamtumsatzes, des gesamten Handelsumsatzes machen die Marketplace-Händler. Und der interessante Satz war eigentlich der, dieser Umsatz ist seit Jahren stabil. Was lernen wir daraus? Amazon gängelt euch. Ihr werdet niemals, der Marktplatz wird niemals so groß werden, dass ihr euer Umsatzpotenzial einfach ausnutzen könnt. Ihr seid immer begrenzt in diesem Kanal von 45%. Bedenkt das. Und Amazon ist nicht euer Freund. Entschuldigung, Amazon ist euer Feind, euer Wettbewerber. Ihr verkauft dort in einem anderen Kaufhaus. Stellt euch das mal vor, ihr geht Kaufhof rein, vorne, links, rechts habt ihr die Stände stehen, das seid ihr als Händler. Solange wie ihr vorne steht, ist die Welt gut. Kommt aber morgen der Kaufhauschef und sagt, nee, will ich nicht mehr, und stellt euch hinten an die Toilette, dann gibt es bei euch lange Gesichter, weil dann wird die Kasse leer. Und das ist nicht gut. Grundsätzlich, um das auch noch einmal zu sagen, es gibt 55.310 Marketplace-Händler bei Amazon.de. Hört sich ja erstmal viel an, ist aber Quatsch. Davon sind gerade einmal 53% deutsche Händler. Der Amazon-Marktplatz wird dominiert von ausländischen Händlern nahezu. Ihr seid verdrängt worden. Das bedeutet, wenn ihr euch Marktchancen ausrechnet, ist Amazon mit Sicherheit ein Muss. Man kann dort Umsätze machen, aber die Frage ist ja die, was ist mein erster Eintrittskanal, Amazon oder eBay? Und da sage ich ganz ehrlich, da ist eBay eigentlich die richtige Bude. Warum? Bei eBay macht einen gesamten Handelsumsatz von 90 Milliarden. Und den machen zu 100% Händler oder Privatleute. Besser geht's nicht. Da habt ihr keine Wettbewerbssituation, da habt ihr keine Situation, dass ihr irgendwann einmal schlecht nach hinten gerängt wird, da habt ihr keine Schwierigkeiten mit einem KYC-Prozess, der zu manchen Kontosuspendierungen geführt hat bei Amazon. eBay ist einfach kundenfreundlicher und das müsst ihr sehen. Von daher finde ich den Eintritt nach eBay interessanter. Ich werde auch nachher noch etwas zu der FBA-Geschichte sagen, die ist für viele ja sehr reizvoll. Aber erst einmal, wo es denn eigentlich bei eBay rockt. Hier seht ihr jetzt eine Statistik, eine Tabelle, wo die prozentuale Verteilung der eBay-Angebote dargestellt ist. Ihr braucht im Grunde genommen, die jetzt nicht abzufotografieren, will auch gar nicht genau darauf eingehen, denn letztlich ihr könnt die gesamte Präsentation euch runterladen, sodass ihr die Informationen halt auch habt, wenn ihr euch die Frage stellen wollt, wo wird es denn spannend? Wo möchte ich mich jetzt positionieren? Habe ich da überhaupt Erfolg? Das Thema Eigenmarken.
Kennen viele Amazon-Händler, Amazon FBA, Private Labeling. Ja, die Eigenmarke ist der richtige Weg. Warum? Hier kann ich ein Alleinstellungsmerkmal schaffen mit meiner eigenen Marke. Ich bin nicht mehr vergleichbar. Ich habe eine eigene EAN-Nummer, ich habe ein eigenes Logo, ich habe einen eigenen Markennamen. Und das hat den Vorteil, wenn ich das mit weiteren Werten auflade, dann bin ich safe gegenüber Wettbewerbern. Und es ist in der Tat auch so, ganz aktuelle Studie, die ist gerade mal ein paar Wochen alt, 40% der Kunden wünschen sich Handelsmarke. Aber hier auch eine ganz einfache Frage, ihr alle geht mal in Rewe, ihr geht nach Edeka, ihr geht nach Aldi, was kauft ihr? Ihr habt ein Vertrauen in die Eigenmarke, ihr kauft ja ein, anstatt, was weiß ich, die Müllermilch. Das funktioniert. Eine Eigenmarke sich selber registrieren zu lassen, ist auch keine große Raketenwissenschaft. Kostet bei den Anwälten um die 800 Euro. Könnt ihr ja gleich mal einen Thomas fragen. Er macht das halt auch. Ihr könnt es aber auch selber machen, mit ein bisschen Risiko behaftet. Dann kostet es 300 Euro. Macht er beim DPMA. Dort findet ihr ausreichend Literatur bzw. PDF-Files, die euch erklären, wie ihr eine Eigenmarke registriert. Das ist also in sich keine allzu große Rakete. Es gibt dann für Design gibt's noch Fiverr.com. Das ist eine Plattform, wo ihr kleine Arbeitsaufträge abgeben könnt. Und dann könnt ihr dann ein Logo entwickeln lassen. Ja, Marktplätze sind der geilste Eintrittskanal. Da wird sich auch lange Zeit nichts dran ändern. Es geht nicht einfacher. Ihr habt die Produkte, entweder schickt ihr sie zu Amazon FBA oder verschickt sie aus eurer Gästetoilette oder was weiß ich. Fakt ist, auf den Marktplätzen habt ihr eins, was wichtig ist, Kunden. Und ihr seid nicht in einer 1B, 1C-Lage, ihr seid nicht in der Eifel in irgendeiner Nischenstraße, nee, ihr seid vorne auf der Schildergasse, in der allerersten Reihe. Und da geht was. Nochmal die Zahl auf den Kopf, also in den Kopf reinholen, 93 oder 95 Milliarden US-Dollar gehen auf eBay. Das ist eine Menge. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt mit Wettbewerbern zu kämpfen, ihr habt auch mit rechtlichen Hürden zu kämpfen. Dazu wird, und das finde ich auch wichtig, dass ihr euch den Vortrag anhört, vom Thomas Engels, vom Beruf aus Spaßbremse und wie von einem Anwalt gewohnt in Anzug und Krawatte, sehr seriös. Er wird einiges euch nachher erzählen können über die Stolpersteine, über die er geht, und hört die euch echt an. Ich selber war im Rahmen meiner Tätigkeit einer der größten Abmahner auf eBay. Über welche Dinge manche meiner Wettbewerber gestolpert sind und was die an Geld lassen mussten an die Anwälte, das war Wahnsinn. Und das könnt ihr vermeiden. Hört euch das an und ganz ehrlich, lieber vorher einen Anwalt fragen, ob ihr irgendeinen Bockmist baut, als dass euch nachher eine Abmahnung ins Haus flattert. Weil da seid ihr mal geschmeidige 1.000, 1.500 Euro los. So, dann Kalkulation und Reibach. Das ist ein Umstand, den die meisten vergessen. Wenn jetzt schon Leute von euch im Onlinehandel tätig sind und länger als 7 Jahre und ihr fahrt noch einen Opel Astra, allen Ernstes, dann habt ihr was falsch gemacht. Dann läuft eure Bude nicht und ihr seid besser dran, wenn ihr arbeiten geht. Das meine ich auch sehr ernst. Damit entlastet ihr die Wettbewerber, die ihr Geschäft verstehen, die wieder anständige Margen generieren können, und ihr selber könnt ruhiger schlafen, wesentlich ruhiger schlafen. Es ist im Übrigen auch keine Schande, wenn ihr feststellt, dass euer Geschäft läuft. Fahrt die Bude an die Wand, dann meldet Insolvenz an und gut ist. Das ist ja nicht falsch, das ist ja auch nicht schlimm. Es kann ja jedem Mal passieren, dass mal was schief geht. Und da darf man auch keinen für verurteilen. Das ist hier in Deutschland nicht so gut gelöst. Wenn einer mal eine Insolvenz hingelegt hat, ist er im Prinzip direkt der Arsch. Das ist nicht richtig. Jeder sollte wirklich neutral betrachtet werden, wenn er auch mal eine Niederlage hat. Aber das ist wichtig, dass ihr das halt auch seht und dass ihr nicht in einer Angst, in einer Schockstarre morgens bis 11 Uhr irgendwo rumsteht und versucht noch Geld auszugraben, damit er die Tagesüberweisung tätigen könnt. Das ist halt nicht gut. Gewinn ist kein Zufall. Also ich meine, das ist so, ihr müsst rechnen. Und wer mit 20 Cent, einem Euro pro Artikel durch die Gegend läuft und handelt und glaubt, dass das gut ist, nee, ist es nicht. Dadurch kriegt ihr eure Tasche nicht voll. Ganz einfache Rechnung. Ihr braucht im Jahr ca. 60.000 bis 70.000 Euro, die ihr euch auszahlen könnt, damit ihr halbwegs konservativ vernünftig leben könnt. Dazu gehört, ich will mein Häuschen bauen, ich will ein Bäumchen pflanzen, ich will ein Kind haben und ich möchte im Alter auch was übrig haben.
bedenkt das. Und wenn das nicht der Fall ist, dass ihr das Geld verdient, dann arbeitet an einem Plan, dass ihr es verdient. Im Zweifelsfalle nicht rumeiern und rumalbern und auf bessere Zeiten warten. Nee, ihr seid Unternehmer und das heißt, ihr unternehmt was. Das bedeutet nicht, ihr unterlasst was. Das heißt, wirklich machen. Gut, für diejenigen, die anfangen, ist es halt häufig so eine Sache, man fängt mit einem günstigen Preis an, die Umsätze gehen nach oben und wunderschön, das Konto wird voll. Und dann sind viele von euch schon mal der Meinung, ihr seid die großen Helden, lauft nach Wempe, holt euch die erste Rolex. Das ist scheiße, tut das nicht, denn von dem Geld müssen Steuern gezahlt werden, Krankenkassen müssen gezahlt werden, Strom muss ab und an auch mal gezahlt werden und das geht auch irgendwann ab. Ihr habt das verdient, was euch euer Zahlenfuzzi, der Steuerberater, erzählt in der BWA. Und das Geld könnt ihr ausgeben, das ist erschreckend wenig, aber das ist nun einmal so. Liquiditätsplanung. Ihr plant ein Wachstum, ihr wisst, ich möchte mir diese Maschine anschaffen, jene Maschine anschaffen, was weiß ich, eine Verpackungsmaschine, ein Schredderer, die kosten 3.500 Euro. Da müsst ihr nicht immer zur Bank rennen und sagen, nee, leih mal, mach mal ein bisschen was an meiner Linie, das ist Quatsch, das ist auch nicht gut. Macht eine anständige Liquiditätsplanung, legt euch jeden Monat 500 Euro, 400 Euro auf die hohe Kante und irgendwann habt ihr die Kohle zusammen und könnt die Maschine bar bezahlen. Und dann werdet ihr auch sehen, dass man mal eben gut verhandeln kann. Eine schwarze Null ist alles, aber nicht das Ziel. Ihr seid hier alle angetreten aus einem einzigen Grund. Ihr wollt euch alle die Taschen voll machen und das gigantisch. Und das soll ihr auch, das ist ja auch ein guter Anspruch. Aber bitte sehr, seht das auch in eurem täglichen Geschäft. Wenn ihr entscheidet, gehe ich diesen Preis mit, gehe ich diesen Preis nicht mit, kann ich zu diesem Preis einkaufen, kann ich zu diesem Preis nicht einkaufen. Seid konsequent. Es gibt einen Spruch, Schnäppchen kommen und gehen. Da ist viel Wahres dran. Ich habe meine ganzen Verdienste in Immobilien gesteckt. Aber viele waren interessant. Da war man schon mal überlegen, in der Zwangsversteigerung legt man noch einen oben drauf. Nee, man kann auch Schnäppchen mal gehen lassen. Und unterm Strich hat es zur Konsequenz, dass ich jetzt genug Immobilien habe, dass ich davon leben kann. Das Haus, was ihr da seht, das ist mein Haus und das ist bezahlt. Dann haben wir noch ein Problem mit der Kostenerfassung. Viele regen sich in meiner Facebook-Gruppe unglaublich auf. Jetzt kriege ich mal eine negative Bewertung. Jetzt kommt Ware zurück, die gebraucht ist. Dann fragt man da mal nach, dann kostet so eine Ware 5 Euro. Da packe ich mir an den Kopf. Das kann nicht angehen, dass ich mich um 5 Euro überhaupt darüber nachdenke. Geht nicht. Ich stehe auf dem Standpunkt, alles, was so bis 20 Euro ist, na gut, wenn der Kunde euch bescheißt, er bescheißt euch halt. Nehmt's hin. Es ist billiger, das abzuschreiben und es ist sinnvoller, einmal durchzuatmen und sich wirklich nach vorne um die guten Produkte zu kümmern. Letzten Endes solltet ihr aber trotzdem eine Excel-Liste einfach am Rand führen, euch die Kosten notieren und dann am Ende eines Quartals, eines Monats einfach mal schauen, was muss ich in meinen Preisen noch regulieren. Wir kommen ja gleich zu den ein oder anderen Tools. Da gibt es eine Herausforderung, dass viele, die jetzt zum Beispiel Afterbuy nutzen, Marketplace Analytics wird nachher vorgestellt, die sagen, oh, die Tools sind viel zu kompliziert, da komme ich gar nicht mit klar. Der Punkt ist der, nur weil ihr einen PC anschalten könnt, seid ihr keine IT-Profis. Das bedeutet, wenn mein Vorredner gesagt hat, es gibt kostenlosen Support, dann ist der auch nötig. Es ist nötig, dass ihr in so komplexe ERP-Systeme Zeit investiert und sie euch erklären lasst. Nur dann sind die auch für euch sinnvoll einsetzbar. Ansonsten könnt ihr im Prinzip mit einem Taschenrechner weiterarbeiten oder mit einer Excel-Liste. Das ist dann wahrscheinlich effektiver, als dass ihr durch ein solches ERP-System stolpert. So, zu eBay gehören auch immer ein paar Tools, die wichtig sind, die man einfach haben sollte. Grundsätzlich ganz oben steht Automatisation. Jeden Arbeitsvorgang, den ihr 2, 3, 4, 5 Mal am Tag macht, seht zu, dass ihr den automatisiert kriegt. Denn da liegt eure Chance, euch von der Kostenstruktur vom Wettbewerber abzuheben. Und das richtig. In meinem Geschäft war es so, das erste Mal, wo ein Mensch seine Ware angepackt hat, war dann, wenn der Mitarbeiter ins Lager gegangen ist und hat die Ware gepackt. Und so sollte es auch tatsächlich sein. Ihr könnt für nahezu alles Tools
mittlerweile mieten, kaufen. Und das günstig. Es ist nicht so, dass ihr da richtig viel Geld ausgeben müsst. Zu meiner Zeit war es so, dass da gab es die Firma Four Sellers. Unter 2.500 Monatskosten ging da gar nichts. Ich selber hatte mich entschieden, mich mit Afterbuy zu beschäftigen, fand Afterbuy klasse, aber Afterbuy wäre für mich schon so teuer gewesen wie ein eigener Mitarbeiter. Was habe ich gemacht? Und das macht euch vorher Gedanken darum, welche Tools ihr habt, welche ihr einsetzen wollt und nicht nachher. Es gibt nichts Widerlicheres, als wenn ihr abends bis nachts 3 Uhr auf der Couch sitzt, eure eBay-Rechnungen tippt, morgens um 5 Uhr schon wieder raus müsst, weil ihr dann die Bank, die Zahlungseingänge kontrollieren müsst und ihr kommt einfach nicht mit dem Hintern um die Kurve, eure Software einzurichten. Das ist frustrierend, das macht keinen Spaß und damit verdampfen auch Ressourcen und die sind nicht sinnvoll eingesetzt. Ihr sollt Geld verdienen mit euren Ressourcen und euch nicht mit solchen Dingen aufhalten. Am Anfang steht die Research. Ich möchte wissen, mit welchen Produkten arbeite ich. Ich möchte wissen, taugen die was, gehen die bei eBay? Und da gibt es 2 führende Tools. Das ist einmal Baywatch, entwickelt vom Elmar Denkmann. Mit diesem Tool könnt ihr auf den Cent genau eure Wettbewerber auswerten. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, das ist es auch. Damit habe ich meine Kohle verdient. Ich habe meine Wettbewerber ausgewertet. Ich bin nicht sonderlich kreativ. Und da Sachen gut gegangen sind, habe ich versucht, genau diese gleichen Sachen besser zu machen. Und das scheint mir gelungen zu sein. Und dann haben wir Therapeak. Da noch ein kleiner Exkurs. Viele fragen sich ja auch aus der Amazon-Schiene heraus, Mensch, wie mache ich denn das? Wie finde ich jetzt heraus? Amazon liefert mir keine Abverkaufszahlen. Da habe ich lediglich den Bestseller-Rank. Ich muss ja nicht unbedingt bei Amazon nachgucken, ob ein Produkt gut läuft. Wenn es bei eBay gut läuft, läuft es bei Amazon nicht schlecht. Das bedeutet, ich kann halt Therapeak nutzen auf Produktebene und erfahre sehr viel über die Produkte. Ich kann meinen eBay und meinen Amazon-Account damit verknüpfen. Und wenn ich gerade Starter bin und ich habe noch nichts auf der Naht, dann kann ich mir damit auch helfen. Therapeak bietet einen 14-tägigen kostenlosen Testzeitraum an. Wenn der abgelaufen ist, dann nehme ich eine andere GMX-Adresse, eine neue Web.de-Adresse und registriere sie mir neu. Das geht. Ja, man muss das pragmatisch sehen, wenn sie es anbieten. Ansonsten ist es auch nicht allzu teuer. Therapie kostet rund $100, glaube ich, im Jahr. Aber wichtig ist, ihr erfahrt, ob die Produkte gehen und ob sie nicht gehen. Und auch Amazon-FBAler sollten dieses Tool nutzen, bevor sie viel Geld in Dritttools ausgeben, die mit viel Mühe die Amazon-Umsätze oder die Bestseller-Ranks auswerten. Ja, jetzt kommen wir zum ERP Wavi. Afterbuy gehört schon eher zu den etwas größeren Anbietern und den komplexeren. Wenn ihr eh schon einen Handel habt und ihr halt wisst, okay, ich habe hier 1.000, 2.000 Produkte im Regal, dann ist wahrscheinlich die Geschichte, mit Afterbuy anzufangen, eine gute. Aber es gibt ja auch einige, die fangen gerade erst an. Wenn die erst anfangen, dann sollen sie DreamRobot nehmen. DreamRobot liegt mit 9,95 Euro monatlichen Kosten im untersten Level, kann eine ganze Menge, bindet euch an Amazon an, bindet euch an eBay an, kann Rechnungen automatisch erstellen und ist eine in der Tat wirklich kostengünstige Lösung. Wenn ich jetzt das Praktische schon mal abgewickelt habe, das heißt, ich weiß, ich habe ein ERP, ich habe eine Wavi, dann interessiert mich die Analyse. Ich will ja wissen, wenn ich festgestellt habe, dass mein Wettbewerber besser arbeitet als ich, interessiert mich jetzt, warum. Dafür gibt es Analyse-Tools. Gibt es eins, was auf Amazon funktioniert, ein Keyword-Tool von Systrix, das ist kostenlos. Und solange wie es etwas kostenlos gibt, braucht mir keiner zu erzählen, dass ich etwas Kostenpflichtiges brauche. Kann auch nicht mehr. Von daher empfehle ich ganz klar, Systrix kostet nichts, ist umsonst. Zu den Kosten. Im Moment ist diese ganze Amazon FBA Private Label Geschichte in aller Munde. Das ist ein richtiger Trend. Und jeder versucht, euch irgendeinen Scheiß aufs Auge zu drücken. Das Tool muss her, das Tool muss her. Diesen Kurs sollt ihr besuchen, jenen Kurs sollt ihr besuchen. Das ist Quatsch. Das komplette Wissen, wie ich erfolgreich auf Amazon handle, gibt es kostenlos im Internet. Dafür müsst ihr kein Geld ausgeben. Im Zweifelsfall kommt zu mir in meine Facebook-Gruppe, da bekommt ihr kostenlos Hilfe. Und ich selber biete für kleine und mittlere Unternehmen auch eine kostenlose Unternehmensberatung an. Das ist kein Problem. Also
versucht, nicht so viel Geld auszugeben. Und ich nehme mal ganz kurz einen Schluck Wasser. Ja, wäre schön, wenn ein Kölsch drin wäre, Mensch. So, das Nächste, was ihr braucht, ist ein Repricing. Was bedeutet das? Eure Wettbewerber gehen mit den Preisen nach unten oder ihr seid der Meinung, jetzt kommt gerade die Weihnachtszeit, jetzt sollten die Weihnachtsbäume ein bisschen billiger oder ein bisschen teurer werden. Das erledigt ein Repricing-Tool. Dahinter steckt die Idee der dynamischen Preisbildung. Das basiert auf der mathematischen Spieletheorie. Und die Kernaussage ist, ich will den optimalen Preis, den mein Kunde in diesem Moment, wo er gerade kaufen möchte, darstellen. Das kann ich auf eBay-Basis sehr schön mit Bayprice machen. Bayprice bietet ein recht schönes Erklärungsvideo an. Das ist der Paul, der euch dann erzählt, wie Bayprice funktioniert. Die nächste Sache, das ist dann das Add-on, das ist der Kundenservice. Für alle, die Amazon machen, ist es ja gar kein Thema. Die wissen das ja, Amazon erledigt für euch den Kundenservice. Aber es geht ja auch anders. Es muss ja auch funktionieren, dass ich diese gleiche attraktive Situation, die mir Amazon als Händler bietet, auch auf eBay darstellen kann. Klar kann ich das. Auch wesentlich schöner. Das Schöne ist, im Zweifelsfalle lässt Amazon mich am langen Arm verhungern, bescheißt mich bei den Retouren, schreibt außerhalb jeglicher Widerrufsfrist gut und ich habe keinen Einfluss darauf. Im Gegenteil, wenn ich mich dagegen auflehne, gibt es Ärger mit der Seller-Performance. Wer seinen Kundenservice im eigenen Haus machen möchte, kann das mit einem ganz, ganz tollen Tool, otrs.de. Das ist kostenlos, das kostet nichts. Ein Profi installiert das auf euren Server in 15 Minuten. Das ist ein sogenanntes Trouble-Ticket-System. Da könnt ihr Rechte vergeben, ihr könnt mobil drauf zugreifen, ihr könnt automatische Antworten, automatische Erinnerungen einrichten. Wenn ihr schon mal mit Amazon kommuniziert habt oder mit eBay kommuniziert habt, dann sind diesen E-Mails immer so oben so komische Nummern drin. Die stammen halt von einem Ticketsystem. Und wer jetzt dazu gar keinen Bock hat und möchte das gerne haben wie Amazon, der läuft zum Händlerbund. Händlerbund hat ganz frisch ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Und zwar ist das ein elektronisches Büro. Das ist ja nichts Neues. Diese ganzen Callcenter-Geschisse, die gibt es ja schon seit ewigen Zeiten. Das Problem bei den Callcenter-Geschissen ist ja meistens die haben keine Ahnung von dem, was ihr macht. Vorteil vom Händlerbund ist der, die kommen aus den Bedürfnissen der Online-Händler. Die haben eine Menge Pakete entwickelt, die bieten viele Schulungen an, die auch kostenlos sind, viele Workshops an. Das heißt, die wissen, was sie tun. Das bedeutet, ihr habt dort dann eine Telefonistin oder einen Telefonisten sitzen, der halbwegs weiß, was eine Widerrufsbelehrung ist. Und jetzt muss ich mir selber auf die Preise gucken. Das Ding fängt an mit 24,90 € im Monat und die Minute kostet 69 Cent. Damit habt ihr das komplette Serviceproblem abgedeckt, was euch Amazon bietet. Und sogar noch ein bisschen mehr. Ihr könnt natürlich eine telefonische Bestellannahme abbilden. Und wenn ihr selbstständig seid und sagt, okay, ich bin selbstständig, aber ich bin nicht so ganz so selbstständig, ich habe noch einen Halbtagsjob oder ich will um 18 Uhr Feierabend haben, dann könnt ihr auch stundenweise diesen Service aufschalten und der hilft euch. Bei Anwälten ist das absolut schon gang und gäbe. Die meisten Anwälte, die ihr anruft, die haben gar keine Sekretärin mehr, keine Telefontante mehr. Die sind auf einen elektronischen Anwaltsbüro-Service in Berlin aufgeschaltet. Und dort geht dann das Sekretariat dran. Das funktioniert bei den Anwälten, weil das eine anwaltsspezifische Lösung ist. Und das funktioniert beim Händlerbund, weil es eine Online-Händler-spezifische Lösung ist. Und damit seid ihr schon relativ nah, die Amazon FBA-Geschichte auch auf eBay abzubilden. Euch fehlt nur noch das Fulfillment. Und da sind wir schon. Logistik ist scheiße. Wer von euch hat schon Bock, Pakete zu packen? Wahrscheinlich keiner. Am liebsten outsourcen, bloß nicht im Lager rumrennen, Ware suchen, Fehlmengen aufdecken, Inventur, das sind alles Dinge, die sind blöd. Muss auch nicht sein. Dafür kann man ja Amazon nutzen. Es gibt den sogenannten Multi-Channel-Versand, das bedeutet also, Amazon verschickt für euch die Ware und es ist völlig egal, ob ihr halt auf eBay unterwegs seid oder ob ihr auf Rakuten oder mit einem eigenen Shop unterwegs seid.
die Anbindung an die Amazon-Logistik ist möglich. Und es hat natürlich noch andere Vorteile. Ihr erinnert euch alle an diesen Streik. Ich möchte nicht wissen, wie viele eBay-Händler sich bei dem DHL-Streik die Hose voll gemacht haben, weil sie Angst hatten, dass die Mängel nicht gelöscht werden und dass ihr Konto auf underperformed ging. Und das löst ihr dann natürlich damit. Amazon-Pakete werden bevorzugt versendet. War während der Streiksituation so und ist auch jetzt so. Die Kosten sind nicht allzu hoch. Ich habe hier unten, ihr könnt die nicht lesen, kleingeschrieben den Link. Wenn ihr euch die Präsentation nachher runterladet, sollte das keine Schwierigkeit sein, dann könnt ihr euch direkt einmal über die Kosten informieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, bevor ich anfange mit eBay meinen ersten Artikel online zu stellen, muss ich Folgendes wissen. Mobil. Ja, ihr müsst mobile Angebote haben. Der größte Fehler ist, es nicht zu machen. Auch wenn ihr alle im Prinzip im Büro sitzt und eigentlich immer im Desktop durch die Gegend rennt, im Desktop-PC online geht. Es gibt andere Generationen, es gibt welche, die denken anders. Die machen es mobil. Ich auch. Mein letzten Kauf, den ich gemacht habe, ich war, glaube ich, vorgestern abends im Bett, da habe ich mir 12 Socken gekauft und das fand ich gut. Das habe ich über mein iPhone gemacht und das war klasse. Ihr seht die Unterschiede. Links müsstet ihr scrollen, Handy kippen, rechts relativ klare, übersichtliche Beschreibung. Klar, sieht da nicht so schick aus, nicht so viele Bilder. Das ist auch in Ordnung. Ihr wollt ja geringe Ladezeiten haben. Denkt daran, macht es. 34% werden bisweilen schon mobil im Handel abgewickelt. Wenn ihr jetzt denkt, das geht vorbei, das wird so nicht, das ist Quatsch, da lügt ihr euch selber in die Tasche. Pflicht, mobil. Der Punkt ist ja auch der, es kostet euch nichts. Auch dafür habe ich eine kostenlose Lösung. Es gibt einmal von Evectio, das ist eine Berliner kleine Agentur, ein kostenloses mobiles Template. Eine Vorlage ist das. Die könnt ihr in eure Auktion einfügen. Ihr habt einen kleinen Kurs, da ist es wunderschön erklärt und auch sogar teilautomatisiert. Das bietet Evectio kostenlos an. eBay selber ist der Meinung, iWays ist gut und bietet eine ganz hervorragende Lösung an, herauszufinden, ob eure Produkte denn nun mobil optimiert sind. Ihr braucht da nur die eBay-Artikelnummer einzugehen, auf Start zu drücken und ein paar Sekunden später bekommt ihr dann entweder links schlecht oder rechts gut angezeigt. So, der nächste Punkt ist, wenn ihr irgendwas online stellen wollt, ist es Design. Wenn ihr ein Dildo verkaufen wollt, sieht der einfach scheiße aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die anwesenden Frauen, wenn sie sich überhaupt angesprochen fühlen, davon angesprochen fühlen. Das heißt, achtet auf euer Design. Warum? Das ist der Grund und die Möglichkeit, wo ihr euch von Amazon abhebt. Amazon-Produktbeschreibungen sind nicht schön, sind nicht gut. Bei eBay könnt ihr es machen. Es stand mal kurz zur Debatte, bis vor zwei, drei Wochen, dass es die Artikelbeschreibung nicht mehr geben wird, sondern dass man sich dort Amazon annähern würde. Das ist zum Glück zurückgerollt worden. Die wird es weiterhin geben und nutzt das. Nutzt die Möglichkeit, dass ihr ein gutes Design macht. Das Design ist schon etwas besser. Noch nicht optimal. Die Schriftgrößen sind hier noch ein bisschen klein. Ein bisschen zu viele Bilder hier unten. Die erzeugen Ladezeiten. Nur investiert die Zeit in Artikelbeschreibungen. Das ist, ihr habt einen Kunden vor euch, der gern das Produkt kaufen möchte. Der möchte auch emotional angesprochen werden. Ich meine, gut, zwei Möpse reichen, das leuchtet mir ein, aber es gibt auch Produkte, wo die Kunden nicht so einfach für zu begeistern sind. Eine sehr, sehr gute Artikelbeschreibung ist diese. Der Anbieter ist SVH24, ein Werkzeuganbieter, der auf eBay präsent ist. Dieser Werkzeuganbieter gehört zu einem recht großen Konzern. Das ist der Wirth-Konzern, Reinhold Wirth aus Künzelsau, dem die Firma SVH24 gehört. Hier seht ihr recht schön eingebunden den Sofortkauf-Button, ein Bild, die Möglichkeit des Cross- bzw. Upsellings. Ganz hervorragend hier, sehr sortiert und aufgeräumt, die weiteren Kategorien und hier die Artikelbeschreibung. Was ist falsch hier? Falsch ist die Schriftgröße. Die ist einfach zu klein. Ihr könnt sie wahrscheinlich
nicht lesen, wenn er nicht gerade davor steht. Wenn ihr das mit dem Design hinbekommen habt, und glaubt mir, es ist wichtig, ihr verkauft Produkte nur teilweise, weil ihr eine gute Artikelbeschreibung habt. Und da ist das Design das A und O. Dann kommt ihr vor den nächsten Herausforderungen, die ihr dann steht. Das sind die eBay-Seller-Standards. Hieß mal eBay-Quengelquote. Mittlerweile hat eBay ein bisschen zurückgerudert. Das heißt eBay-Mängelquote. Das bedeutet, was hat eBay gemacht? Alles, was der Kunde vorher subjektiv in seinen Bewertungen zum Ausdruck bringen konnte, zählt nicht mehr. Wenn ihr eine negative Bewertung bekommt, ist die zwar nicht schön, einverstanden, aber sie zählt nicht mehr in die Mängelquote rein. Es gibt im Prinzip nur noch drei Kriterien. Das ist ein Abbruch nach dem Verkauf. Das heißt, wenn ihr ein Produkt nicht liefern könnt, dann habt ihr einen Mangel am Hintern. Das ist aber auch nachvollziehbar. Klar, ihr solltet halt nur das anbieten, was ihr auch verfügbar habt. Der nächste Punkt ist der, wenn aus irgendeinem Grund ein Kunde einen eBay-Fall aufmacht, der sagt, ja, Produkt ist beschädigt angekommen und ihr reagiert nicht. Auch das ist richtig, dass er da einen Mangel an die Backe bekommt, weil die Kommunikation mit Kunden sollte einfach profimäßig gelöst sein. Das heißt, ihr solltet auf die E-Mails antworten. Und dann haben wir noch das Letzte, das ist der sogenannte fristgemäße Versand. Und der ist in der Tat ein bisschen tricky bei eBay, der ist nicht ganz so gut gelöst, aber schon mal ein bisschen gut. Wenn ihr hochwertige Produkte ab 10 Euro versendet, ist für euch die Welt in Ordnung. Ladet eure Paketdaten hoch. Das machen in der Regel alle Tools automatisch. Ein Afterbuy kann es, ein Dream Robot kann es. Das ist überhaupt kein Problem. Dann seid ihr ruhig. In dem Moment, wo die Paketnummer hochgeladen ist, kann der Kunde nicht mehr negativ den fristgemäßen Versand bewerten. Ich sehe das, Stefan. Es gibt aber nichts. Das Problem ist, das trifft meistens die beginnen, wenn ihr anfangt, Produkte unter 5 Euro, unter 10 Euro zu handeln. Das bedeutet, ihr verschickt die mit Wertbriefen oder mit ganz normalen Warensendungen und könnt keine Sendungsnummer hinterlegen. Dann habt ihr folgende Schwierigkeit. Wenn der Käufer nicht auf die Käuferfrage antwortet, zählt diese Transaktion nicht. Das ist anders als vorher. Vorher war es so, ich habe eine Transaktion gehabt, die hat gezählt. Da musste ein Kunde nicht bewerten, musste auch keine Fragen beantworten, das war völlig egal. Und genau das ist jetzt das Trickige. Denn von der Gesamtanzahl der Transaktionen wird noch was weiteres abgezogen. Und zwar alle die Transaktionen, wo die Kunden mit Banküberweisung bezahlen, Nachname oder wo sie die Ware selbst abholen kommen. Die fliegen alle raus. Das ist alles nicht so schlimm, wenn ich mit Paketnummern arbeite, wo der Kunde nicht mehr bewerten kann. Habe ich aber einen eklatanten Anteil an Artikeln, die ich ohne Sendungsnummer verschicke, dann habe ich da ein richtiges Problem. Ich habe Käufer gesehen, die top-rated Seller waren und auf einmal mit Mängelquoten von 27% rumgerannt sind. Schön ist, dass eBay gesagt hat, okay, wir vermuten, dass da so ein Problem ist. Selbst wenn du auf unterdurchschnittlich fällst, also unsere Mängelquote überschreitest, wir schmeißen dich nicht raus, es gibt keine Sanktionen. Und eBay geht halt auch im Moment recht großzügig mit sogenannten Whitelistings um. Das heißt, sollte es euch getroffen haben und ihr habt euren Top-Rated-Seller verloren, ruft beim Kundenservice an, sagt, dass genau das euer Problem ist. Wenn der Kundenservice das sehen kann, dann bekommt ihr ein Whitelisting. Whitelisting bedeutet, ihr kriegt euren Top-Rated-Seller wieder, ohne dass ihr was dafür tun müsst. So, genau das habe ich auch hier angekreuzt. Noch einmal von der eBay-Seite die Tabelle runterkopiert, wo das Problem genau besteht beim fristgemäßen Versand. Das ist, die Eingangsbestätigung ist nicht verfügbar. Klar, ich habe keine Sendungsnummer. Die Lieferbestätigung ist gleichfalls nicht verfügbar. Ich habe immer noch keine Sendungsnummer. Und dann haben wir die Käuferfrage, keine Antwort, wird nicht gezählt. Das ist riskant bei Kunden, bei Händlern, die mit kleinen Artikeln arbeiten. So, das solltet ihr alles vorher wissen. Und jetzt gehen wir langsam in die Idee,
ihr wollt jetzt auf eBay handeln, das ist die erste Frage, die ihr euch stellt. Es gibt eBay-Shops. Welchen eBay-Shop nehme ich denn jetzt nun? Grundsätzlich kann man sagen, den billigsten oder den teuersten, weil ich die Tasche voll habe. Ändert aber nichts am Umstand, dass das alles keine valide Bewertungsgrundlage ist. Die ist nicht gut. eBay Deutschland findet das offensichtlich nicht notwendig, dass man das den Deutschen mit den deutschen Händlern an die Hand gibt. Es gibt in Amerika ein Tool auf den eBay-Seiten, wo ihr eure Parameter eingeben könnt und dann empfiehlt euch eBay den optimalen Shop. Nutzt das. Den Link, wo es aufrufbar ist, der steht auch wieder hier unten. Wenn ihr euch meine Präsentation runterladet, dann ist das kein Problem, dann könnt ihr das euch auch anschauen. Das empfehle ich auch jedem. Habt ihr schon einen eBay-Shop? Nutzt es trotzdem. Prüft mal, was für euch sinnvoll ist. Zu den Preisen. Die monatlichen Jahresgebühren. Wir reden ja von 299,40 mit dem kleinsten Shop und gehen dann hoch bis 2.500 Euro mit dem größten Shop. Im größten Shop wird es dann schon ein bisschen kniffliger zu rechnen, weil ihr bekommt die Listinggebühr erlassen. Von daher nutzt das Tool, um genau herauszufinden, was der optimale Shop für euch ist. So, und jetzt zu den Listing Basics. Ihr wisst jetzt also, welchen Shop ihr habt und ihr fangt jetzt an zu entscheiden, wie will ich mein Produkt auf eBay denn jetzt listen. Versand kostenlos. Das muss gut sein, das kann aber nicht gut sein. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie eure Kunden eure Produkte kaufen. Habt ihr jetzt pro Kunde 4-5 Käufe, ist es einleuchtend, dass wahrscheinlich der kostenlose Versand nicht die optimale Lösung ist. Macht einen A-B-Test. Sprich, testet das eine, testet das andere. Da, wo die Abverkäufe besser sind, dafür entscheidet ihr euch. Selbstabholung. Ja, selbst wenn ihr aus der Wohnung verkauft, bietet sie an. Sie ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Ich hatte aktuell eine Diskussion bei mir in meiner Gruppe, dass einer gekauft hatte, konnte keine Telefonnummer von dem Verkäufer herausfinden und fragte danach, kennt jemand den oder ist jemand in der Nähe, kann dann mal schauen, ob es den überhaupt gibt. Bringt also die Selbstabholung mit Ja rein. Und die, die ein stationäres Geschäft haben, ja meine Güte, die Frage stellt sich gar nicht, klar, macht es. Warum? Ihr habt einen Kunden in der Bude und ihr habt einen Kontakt zum Kunden. Das bedeutet, ihr könnt diesen Kundenkontakt nutzen, zu verkaufen. Sofort kaufen. Auktionen sind scheiße, ist was für Privatleute, bringt wenig, macht sofort kaufen. Das ist eigentlich auch das, was der Kunde möchte. Der geht ja jetzt nicht auf Inspirationssuche und versucht, euch irgendwas Besonderes, was Seltenes abzukaufen, wo das Auktionsformat als preisbildende Maßnahme optimal ist. Nee, der möchte das sofort haben, also sofort kaufen. Dann haben wir die Laufzeit. Laufzeit, BAW, ist die Abkürzung für bis auf Weiteres. Das heißt, lasst sie laufen, die Artikel. Warum? Eure Verkaufshistorie wird ja gespeichert und die ist gebunden an dem Artikel. Und die wird nachher ganz, ganz wichtig, wenn wir uns eBays Suchmaschine angucken, die Cassini. Das heißt, lasst die Artikel möglichst immer auf bis auf Weiteres laufen. Haben wir einen Widerruf, also mal serviceorientiert. Wenn ihr euch daran erinnert, Zalando mit seinem Briefträger, wenn er irgendwo ankam, gab es eine Riesenschreierei. Zalando hat ganz massiv damit geworben, bei uns ist die Rücknahme kostenlos. Und das hat sich auch in den Köpfen verhaftet von den Leuten. Und das heißt, es bringt nichts, wenn ihr versucht, eure Kunden umzuerziehen. Das schafft ihr nicht. Es gibt kein Unternehmen weltweit, das es geschafft hat, seine Kunden umzuerziehen. Gibt es nicht. Also geht auf das ein, was der Kunde möchte, Widerrufsfrist 1 Monat und Retoure kostenlos. Macht es. Wenn ihr 9% Retouren habt oder 10% Retouren habt, seid ihr ja in der Lage zu kalkulieren. Ihr könnt ja rechnen. Schlagt es in den Preis ein und ihr werdet sehen, Kunden kaufen eher dort, wo die Retoure kostenlos ist. Wir haben dann noch die Formate eBay-Garantie. Die bekommt ein sogenannter Top-Rated-Seller. Dafür sind gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Die Voraussetzungen habe ich hier denn dann auch verlinkt. Die sind mittlerweile nicht sehr schwer zu erfüllen.
Also seht zu, dass ihr einen Top-Rated-Seller bekommt. Die Monatsgarantie macht Sinn. Den Ausdruck geprüfter Händler ist, von eBay geprüfter Händler, ist natürlich ein Qualitätsmerkmal. Und dann haben wir noch den Spaß eBay Plus, das Treueprogramm. Ob das nun eine Totgeburt bei eBay wird oder nicht, weil zu wenig Mehrwerte da sind. Weil im Prinzip zahlt der Käuferkunde 19 Euro dafür, dass er Ware das ganze Jahr lang über kostenlos zurücksenden kann. Die Frage will ich gar nicht beantworten, über Sinn oder Unsinn. Betrachtet das aus Händlersicht. Was bedeutet das für euch? Für euch bedeutet es 10% extra Provision auf die Verkaufsprovision und die Retouren zahlt eBay. Die zahlt nicht ihr, die zahlt eBay. Also mitmachen. Wenn ihr top-rated Verkäufer seid, dann könnt ihr euch auch für das eBay Plus Programm bewerben. Die einzige Voraussetzung ist dann halt der Versand am selben Tag. Das ist halt ein schneller Versand. Aber ich denke, das ist eh Basics. Ihr solltet eure Ware sehr schnell versenden. Ja, jetzt kommen wir halt richtig ins Listing. Ihr seid jetzt so weit, dass ihr eure ersten Artikel online stellt. Da fangen wir an beim Titel. Ihr habt 80 Zeichen im Titel. Nutzt die bis aufs letzte Zeichen aus und schreibt da nicht so einen Scheiß rein wie top, besonders schön und besonders gelb. Das bringt nichts. Ihr braucht dort drin valide Schlüsselwörter. Wörter, nach denen die Kunden auf eBay suchen. Die. Ich bin am Überziehen, ne? Entschuldigung. Ihr braucht Wörter, nach denen die Kunden suchen. Und das ist ganz wichtig. Und ich habe euch eben vorgestellt, ganz am Anfang, ein Keyword-Tool von Systrix. Wisst ihr nicht, welche Keywords ihr braucht? Bitte sehr, nutzt das Tool, es ist kostenlos. Und schreibt diese Wörter verflucht in den Titel rein. Ihr habt dort 80 Zeichen. Und die eBay-Suchmaschine liebt Eintragungen dort drin im Titel. Wenn ihr die letztlich nicht optimal nutzt, ihr werdet es merken, andere Artikel werden besser gefunden als eure. Und auch das bedenkt, wenn ihr einen Artikel sucht, heißt das nicht, dass eure Kunden mit dem gleichen Wort suchen. Bremsbeläge können Bremsbeläge heißen, können aber auch Bremsklötze heißen. Es gibt teilweise viele Worte für einen und denselben Begriff. Macht euch Gedanken darum, nutzt das Keyword-Tool, dass ihr alternative Wörter findet. So. Das fast Wichtigste, wo die meisten, die schon auf eBay handeln, überhaupt keinen Bock haben, sind die Artikelmerkmale. Die nämlich einzutragen, ist harte und Arbeit. Das ist jede Zeile einzeln. Da haben auch die Dienstleister, wie zum Beispiel Afterbuy, keine optimale automatisierte Lösung gefunden. Und da sind auch manche Dienstleister, haben noch Luft nach oben. Die Artikelmerkmale werden von der eBay-Suchmaschine zum einen durchsucht, aber sie sind auch wichtig fürs Mobile, für die mobile Darstellung. Wenn ihr euch selber einmal einen eBay-Artikel mit der eBay-App aufruft, dann seht ihr direkt als erstes schön die ersten Artikelmerkmale, einen Klick, zack, und ihr seht sie. Das heißt, haut in diese Artikelmerkmale rein, was nur geht. Abmessungen, Gewicht, alles an Daten, Marke, wirklich. Es darf nichts fehlen. Ihr müsst im Prinzip sämtliche Daten, die ihr auch in der Artikelbeschreibung drin habt, müssen da in den Artikelmerkmalen auftauchen. Und da ist wirklich mehr besser als weniger. Dann die EAN, beziehungsweise der neue Begriff ist Getin. Nutzt die Getin und nicht die Möglichkeit, die ihr bei euch auch bietet, mit einer MPN, also mit einer Manufacturer Product Number, also mit einer ganz normalen Herstellerartikelnummer, sondern nutzt eine EAN. Gerade dann, wenn ihr Eigenmarken macht, kein Problem, könnt ihr euch bei der GS1 Paket kaufen bzw. lizenzieren. Das kleinste Paket fängt an mit 100er EANs und das geht dann bis nahezu unendlich. Kostentechnisch liegt ihr pro Jahr im ersten Jahr mit dem kleinen Paket bei 249 Euro und mit dem größeren Paket dann so um die 400 Euro. Macht das also. Noch ein kurzer Hinweis zu den EAN. Jedes Produkt, was ein einzelnes Produkt ist, braucht eine einzelne EAN. Das heißt, habt ihr einen Schirm, der ist rot, hat der eine EAN, die ihn eindeutig identifiziert, und habt einen Schirm, der ist blau, hat der auch eine EAN. Nutzt Standards. Wenn ihr in der Lage seid, wenn ihr sehr homogene Produktgruppe habt,
dann habt ihr, wisst ihr ja, da kommen die Längenmaße hin, da kommen die Gewichte hin. Versucht das in einer Maske zu bringen. Wenn ein Kunde durch eure Produkte läuft, sich welche anschaut, ist es für ihn natürlich einfacher, sich die Sachen immer an der gleichen Stelle wiederzufinden, anstatt sich jedes Mal neu zu orientieren. So, und dann habt ihr ja ein ERP. Egal, ob ihr da jetzt ein AFT dabei habt oder ein, Dream-Robot, nutzt es als PIM. Ihr werdet irgendwann den Wunsch verspüren, boah, scheiße, nur Amazon ist nur ihr wollt in einen eigenen Shop investieren, ihr seid erfolgreich, ihr macht euch die Taschen voll, ihr wollt auf andere Marktplätze gehen. Die größte Herausforderung, die ihr in dem Moment habt, ist, ihr habt keine Produktdaten. Ihr habt verflucht nochmal keine Produktdaten. Dafür könnt ihr euch aber durchaus euer ERP hernehmen. Das heißt, von vornherein denken, von vornherein planen. Mensch, das könnte ja mal passieren, dass ich erfolgreich sein werde. Ich brauche gewisse Standards in meinen Produktdaten. Und das kriege ich eigentlich relativ gut gelöst, wenn ich vorher darüber nachdenke. Es ist widerlich, die Sachen nachzuarbeiten. Das ist ganz, ganz schlimm. So, zur eigentlichen Artikelbeschreibung. Da hatten wir eben ja schon einmal eine gesehen. Wichtig ist, arbeitet mit Vorlagen. Macht euch nicht die Mühe, alles einzeln anzupacken. Kauft euch irgendein Template, was gut aussieht. Und alle Daten kommen an derselben Stelle vor und werden dort reingehauen. Die gute Schriftgröße hatte ich schon eben angesprochen. Seht zu, dass man das in einem vernünftigen Bildschirmabstand alles lesen kann. Alles andere ist Mist. Produktvideos. Jeder von euch hat eine dusselige Handykamera, hat wahrscheinlich auch einen YouTube-Channel. Es kostet nichts. Der kann ein kleines Produktvideo erstellen. Wenn ihr ein Produkt habt, was irgendwo erklärungsbedürftig ist, macht das. Es kostet einmal ein bisschen Zeit, aber für den gesamten Lebenszyklus eures Produktes habt ihr das. Das muss ja nicht sonderlich professionell sein. Ich meine, ihr seid alle keine Steven Spielbergs. Müsst ihr ja auch nicht. Aber ihr könnt so euch von den Wettbewerbern abheben. Und genau darum geht es ja. Ihr wollt ja besser sein als die Wettbewerber. Bringen wir es auf den Punkt. Wie viel eurer Wettbewerber kaufen heute auch hier auf der Messe ein und in 4 Wochen ist der gleiche 10-mal auf eBay oder Amazon. Und das sind jetzt die Möglichkeiten, wo ihr euch abheben könnt. Und im Grunde genommen nach ist es so, dass eine eBay-Artikelbeschreibung den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterliegt wie der eines Shops. Das bedeutet also, ihr könnt durchaus einen Usability-Test für eine eBay-Artikelbeschreibung machen. Da gibt es auch einen recht guten Shoplupe, das ist der Johannes Altmann. Ich glaube, es kostet irgendwas 80 Euro oder 90 Euro, um dort einfach mal drüber schauen zu lassen. Wenn ihr mit Standardproduktvorlagen arbeitet, ist es eine einmalige Investition. Und 80 Euro sollten drin sein, wenn dabei rauskommt und ihr die Sicherheit habt, dass ihr die optimale Kundenansprache habt. Innerhalb der Artikelbeschreibung nutzt so wenig Bilder wie möglich. Eure Artikelbeschreibungen können auch mobil aufgerufen werden und die erzeugen Ladezeiten und strapazieren das mobile Kontingent eurer Kunden unnötig. Dann haben wir das, was ihr ganz häufig wahrscheinlich schon jetzt gelesen habt, Storytelling und Emotional Shopping. Emotional Shopping bedeutet nichts anderes. Die Frauen würden sagen, wir Männer denken, das bedeutet nichts anderes, als wir haben Gefühl. Und mit diesem Gefühl entscheiden wir. Das heißt, innerhalb der ersten 1-2 Sekunden treffen wir eine Entscheidung, ob wir ein Produkt gut finden oder nicht. Das liegt daran, dass die Steuerung dieser Gefühle aus dem limbischen System, das ist ein Arealbereich in unserem Kopf, passiert. Nutzt das. In der Artikelbeschreibung könnt ihr das nutzen. Da habt ihr keine Begrenzung, da könnt ihr die tollsten Sachen reinschreiben. Und macht das auch. Und im Übrigen, Sex sells. Ihr könnt durchaus mit Möpsen arbeiten, wenn ihr Männerprodukte habt. Ihr werdet euch wundern, sie gehen gut. Ein Freund von mir, Peter Pöllert, ATP-Autoteile, hat mich in meinem Bereich abgelöst, ist mittlerweile, ich glaube im Jahr macht er über eBay 50 Millionen, der größte Verkäufer und er spielt das Spiel mit Sex Sells sehr gut. Und Storytelling, erzählt eine Geschichte. Wenn ihr einen Katzenbaum verkauft, erzählt irgendeine Geschichte mit einer Katze, die diesen Katzenbaum besonders toll gefunden hat. Ihr müsst jetzt nicht besonders kreativ sein, guckt euch einfach mal an, wie es die Profis machen. Geht mal auf ein Otto, geht mal auf ein Zalando und schaut an, wie die es machen. Übertragt das einfach auf euch. Und dann funktioniert's. Ihr müsst nicht die hellsten Lichter auf der Tochter sein. War ich auch nicht. Ich habe im Prinzip nichts anderes gemacht, als nur abgekupfert. Dass es bei anderen gut gegangen ist, fand ich auch cool, habe ich dann nachgemacht.
So, jetzt muss ich mich auch mal rumdrehen. Ja, wir hatten das Thema mit der Schriftgröße, das hatte ich euch schon einmal gezeigt. Diese Schriftgröße hier oben wäre dann im Prinzip die richtige. Sitzt ihr vorm Monitor, sieht das richtig schlecht aus, obwohl die Artikelbeschreibung an für sich sehr gut ist. Ja, Produktbewertung. Wisst ihr wahrscheinlich noch nicht, sie kommen aber bei eBay. Sie sind auch schon da, bei eBay.com. In Amerika könnt ihr Produktbewertungen schon für deutsche Produkte abgeben. Vor kurzem gab es ein Event in Berlin, Seller Council. Da hat der eBay-Manager recht ehrlich gesagt, oh scheiße, das haben wir 5 Jahre lang verschlafen, aber jetzt ist es da. Und das ist auch gut so. Das bedeutet, ihr könnt Produktbewertungen abgeben. Diese Produktbewertungen hängen auch an eurem Produkt, sind also gekoppelt an eurer EAN. Deswegen auch noch einmal, Finger von Herstellerartikelnummern, investiert das Geld in die EAN, denn dann habt ihr auch die Chance, die Produktbewertung abzugeben und ihr könnt sie auch jetzt schon abgeben. Deswegen sage ich das auch. Sie werden angezeigt, im Augenblick nur in Amerika, mit deutschen Texten. Nur in dem Moment, wo sie in Deutschland freigeschaltet werden, habt ihr schon welche. Das heißt, incentiviert die Geschichte. Sagt euren Kunden, hier ist ein Link, gib mir bitte eine Produktbewertung ab, dann bekommst du 5-Euro-Gutschein. Denn diese Produktbewertungen führen zum einen dazu, dass ihr besser bei eBay gerankt werdet. Ihr macht aber auch das Produkt werthaltiger. Ihr erkennt es doch selber. Wo fangt denn ihr an, wenn ihr irgendwas sucht? Dann geht ihr zu Amazon. Das macht ihr dort. Ihr guckt erstmal unten schön in die Rezensionen rein und entscheidet dann, ob so ein Produkt was taugt oder ob es nichts taugt. Jetzt ist dieses System grundsätzlich auf den gutgläubigen Händler und auf den gutgläubigen Käufer ausgelegt. Aber es sind nicht alle gut in der Welt, deshalb gibt es hier auch Manipulationsmöglichkeiten. Nehmen wir einmal an, ihr habt 5 Accounts. Hallo Stefan, dauert noch was. Nehmen wir mal an, ihr habt 5 Accounts. Dann bedeutet es, dass alle diese 5 Accounts Produktbewertungen abgeben können. Und ihr müsst noch nicht einmal die Produkte gekauft haben. Klasse. Und solange wie das nicht bestraft wird, solange wie das keiner groß beobachtet, gibt es mit Sicherheit ganz viele Wettbewerber, die das machen. Ich würde euch natürlich nicht empfehlen, dass ihr das nachmacht, aber viele Wettbewerber machen das bestimmt und sie werden auch bestimmt damit erfolgreich sein. Und das ist ganz einfach. Geht auf eBay.com, gebt eure Produktartikelnummer ein und schon könnt ihr die Bewertung abgeben. Die sehen denn dann so aus. Ihr seht es, ich habe keinen grandiosen Gartentisch gekauft. Aber ich habe ihm eine Bewertung abgegeben und der Werbeprofi 1408 auch. Das heißt, ihr könnt auch da euch einen Mördervorsprung schaffen, wenn ihr Produktbewertungen als erstes in euren Produkten habt. Irgendwann, und das geht auch relativ schnell, werden die Produktbewertungen von eBay und Amazon auf einer Ebene sein. Warum? Da hilft Amazons 10-Jahres-Vorsprung nichts, denn ihr wisst es selber, jedes Produkt hat einen Lebenszyklus. Das ist eine Parabel, geht irgendwann runter. Und wenn das Produkt tot ist, ist das Produkt tot, dann interessieren auch einen Scheiß die Produktrezensionen. Das bedeutet, es wird relativ schnell gehen, ich denke 1-2 Jahre, dann ist eBay soweit und kann Amazon das Wasser reichen. Also animiert eure Kunden, Bewertungen abzugeben, auch jetzt schon. Und tut es auf gar keinen Fall wie eure Wettbewerber. Dann haben wir eBay-Ratgeber und Testberichte. Er hat es verstanden. eBay-Ratgeber und Testberichte. Ihr könnt bei eBay selber Testberichte schreiben. Unfair ist es natürlich, wenn das Wettbewerbsprodukt schlecht macht, konzentriert und fokussiert euch eher darauf, euer eigenes Produkt besser darzustellen, denn das Wettbewerbsprodukt zu zerreißen, wenn es aufkippt, dass ihr es seid, das kann euch der Thomas gleich erzählen, bekommt eins auf die Finger, gibt es eine Abmahnung, es wird teuer. Aber das Schicke ist, da steht dann auf einmal bei euch Top 1000 Tester hinter. Das ist natürlich schon klasse, wenn neben eurem Händlernamen das steht. Keiner weiß, was es ist, sieht aber irgendwie cool aus, kommt von eBay und scheint werthaltig zu sein. Aber ihr seht, den tatsächlichen Nutzen, 19.000 Aufrufe. Hier hatte ich selber mal was geschrieben zum Bremsenkauf.
Und die sind auch richtig schön aufgemacht, die Produktratgeber, die sind auch relativ gut bei Google gelistet. Das bedeutet, sie machen halt Sinn. Nutzt das, denn auch die Ratgeber und Testberichte sind Einflussfaktoren auf euer Ranking. Und ihr wollt, wenn ein Kunde sucht, dass euer Produkt ganz vorne steht. Und das sind die kleinen Insights, womit ihr das beeinflussen könnt. Ihr werdet wenige finden, die das machen. Und wenn ihr auch viele Bewertungen braucht, damit ihr Top-Tester werdet, schickt mir einmal eine E-Mail. Da kann ich euch dann auch helfen. Kollektion hilft euch ein bisschen aus der Idee heraus, ich habe nur ein Produkt, ich habe nur zwei Produkte. Wenn ich einen Kerzenständer habe, warum verflucht nochmal, soll ich denn nicht auch coole Kerzen dazu empfehlen und das zusammenbringen? Da habe ich doch mit meinem eigenen Produkt nur einen Vorteil. Wenn der Kunde den Kerzenständer kauft, findet er es auch klasse, wenn er auch direkt die Kerze dazu kaufen kann. Das heißt, ich habe einen Mehrwert. Das heißt, baut Kollektionen. Oder wenn ihr selber ein riesen Produktsortiment habt, dann passt nicht alles zusammen. Na, dann macht es doch so ein bisschen, nehmen wir mal an, ihr seid im Fashion-Bereich, wie Outfittery. Die haben ja immer schön diese Facebook-Werbung, das sieht immer ganz nett aus, die Jeans, die passenden Schuhe, Socken, Unterhose, alles klasse. Baut so etwas in eure Kollektionen ein. Das kostet euch nichts. Relativ einfach, die auch hinzuzufügen. Von der Artikelseite aus seht ihr, dass ihr die Sache in den Warenkorb legen könnt, beziehungsweise da oben drüber wäre dann der Sofortkauf-Button, Sternchen, in eine Kollektion. Und dann baut die euch. Auch das ist ein Ranking-Faktor. So, und jetzt kommt das Hochrec. Das ist die Suchmaschine Cassini. Das ist auch der ganz trockene Stoff, der jetzt kommt. Ich fange einfach mal mit dem Fazit an. Es gibt keine goldene Regel, wie ihr Cassini überlisten könnt. Aber das ist so ähnlich wie mit... Stefan, gibst du mir noch 5 Minuten? 2. 5. 2. 7. 2. Ja. Gut, okay. Dann kürze ich dann auch hier mal ab. Die Cassini, lest es euch in Ruhe durch. Worauf kommt es an? Im Wesentlichen auf die Relevanz bei den Käufern. Das bedeutet, egal was ihr tut, eure Produkte müssen für die Käufer relevant sein. Das bedeutet, wenn eure Produkte im Allgemeinen in einem Sofortkaufformat sind, dann ist das die Relevanz. Dann bringt es nichts, wenn ihr in einem Auktionsformat seid. Werden eure Produkte für 10 Euro angeboten und ihr fangt an, die für 3 Euro anzubieten, dann habt ihr keine Relevanz in den Augen von eBay. Die Artikel werden faktisch nicht da gelistet, wo sie sein sollten. Das heißt oben, weil sie günstig sind. Die Cassini, die Suchmaschine, besucht den Titel, die Artikelmerkmale und die Kategorie. Was könnt ihr steuern? Die Kategorie, das ist einfach. Die Artikelmerkmale, haut rein, was geht. Haut rein, was geht. Und den Titel. So. Das, was am Ende schwer gewichtet, ist die CTR, die Click-Through-Rate oder die Klick-Durchrate. Das heißt, der Kunde guckt sich das Produkt an, klickt, dass er die komplette Artikelbeschreibung sieht und idealerweise konvertiert er auch noch, er klickt auf Sofortkauf. Am Beispiel seht ihr das an einer Intenso USB-Stick, über 10.000 Mal ist der verkauft worden. Wenn ihr Produkte in falscher Kategorien listet, nur weil die cool sind, bringt es euch nicht. Ihr fliegt irgendwann raus und das macht keine große Freude. Wenn ihr mit euren Produkten nach unten rutscht, gibt es 8 Fragen, die lest ihr euch in Ruhe durch. Die beantwortet ihr für euch und dann wisst ihr auch, ob das Spaß macht oder nicht. Das heißt, ob ihr was ändern müsst oder ob ihr nichts ändern müsst. Wenn ihr mit einem Produkt anfangt, fangt durchaus billig an, das ist kein Problem. Nur lasst es eure Wettbewerber wissen, dass ihr eine Sonderaktion fahrt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich als Wettbewerber auf die Uhr, auf den Preis schaue und sehe, Mensch, mein Wettbewerber unterbietet mich. Was mache ich? Ich gehe wahrscheinlich drunter. Ich tue es nicht, wenn ich erkenne, dass der Wettbewerber eine Sonderaktion hat. Dann weiß ich, aha, der hat 10 Stück davon oder was auch immer. Der gibt irgendwann seine Ruhe. Und im Zweifelsfall telefoniert mit euren Wettbewerbern. Ihr dürft natürlich keine Preisabsprache machen. Das ist höchst illegal. Ganz Finger von lassen. Aber alleine mal, ich bin der und fange an. Geht mal einen Kaffee trinken. Das schafft Vertrauen. Es schafft richtig Vertrauen. Wir hatten die eBay-Platin-Treffen, als eBay damit begonnen hatte, war auch einmal bei eBay Motors die Preise ein bisschen ruhiger.
dann habt ihr besonders bei eBay die Schwierigkeiten mit den Herausforderungen des Kundenservice. Egal was ist, ihr könnt denken, was ihr wollt, aber seid nett, seid höflich. Das ist eine Sache, die kennen die Amazon-Verkäufer nicht, damit sind sie halt nicht konfrontiert. Und ein Tipp aus meiner Praxis, wenn ihr sagt, achtet darauf, dass der Hörer aufgelegt ist. So, wie manipuliere ich eBay? Und das würde ich noch gerne sagen. Danke dir, Stefan. Ich danke dir. Erlaubt ist das natürlich, ich sag mal so, nicht. Aber ich finde es schon wichtig, dass ich euch das erkläre, denn ihr müsst verstehen, was eure Wettbewerber machen. Bringt ja nichts, wenn ich es euch nicht sage und ihr tappt da im Dunkeln. Deswegen muss ich euch leider erklären, wie man halt auch eBay manipuliert. Viele eurer Konkurrenten machen das so. Die Mängelquote. Die Mängelquote ist recht einfach. Da zählen die Anzahl der Transaktionen, ausgenommen fristgerechter Versand. Das heißt, wenn ihr merkt, dass ihr mit eurer Mängelquote abkackt, ganz einfach, setzt einen Artikel für 1 Euro rein. Ihr habt einen befreundeten eBay-Account und lasst ihn 100 Mal einmal kaufen. Also nicht einmal 100 Mal, sondern ein Stück, Browser zurück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. 100 Mal einmal. Wenn ihr das halbwegs safe machen wollt, lasst den per PayPal bezahlen, das sind dann 100 Euro, verschickt einen leeren Briefumschlag, die Welt ist gut und alle freuen sich. Ihr habt die Transaktionsanzahlen so noch hoch nach oben geballert. Ihr habt keine Schwierigkeiten mehr. Das heißt, ihr erhaltet euch auch den Top-Rated-Seller. Etwas kritischer ist es mit dem fristgerechten Versand. Da müsst ihr halt aufpassen, ihr müsst mit PayPal bezahlen und idealerweise verschickt er dann halt 100 Pakete oder tragt 100 Paketnummern ein oder seht halt zu, dass jemand die Verkäuferfrage beantwortet. Diese Trickserei dort ist auch möglich, denn sie beeinflusst euer Ranking. Und das ist jetzt ja auch das Witzige. Wir haben eben von der Click-Through-Rate geschrieben, erzählt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Artikel neu reinstelle und ich konkurriere gegen einen Artikel, der 10.000 Mal verkauft ist, dann gucke ich mir den Artikel an, sehe, in den letzten 30 Tagen ist er vielleicht nur 100 Mal verkauft worden. Was mache ich? Ich mache eine Nacht durch, setze meinen Artikel runter auf 1 Euro mitten in der Nacht, erhöhe den auf die Stückzahl 100, zack, 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 gleiches Spiel wie immer, 100 Mal einmal, ich lasse den Artikel auslaufen, neuer Preis rein, die Welt ist gut, ich stehe auf der ersten Seite. Genau so kann ich das eBay-Ranking, die eBay-Cassini zu 100% manipulieren. Fliegt ihr auf, ist das doof. Dann kriegt ihr ganz mächtig einen auf die Finger von eBay. Das erste Mal passiert ein Anruf, das zweite Mal ist es dann ganz doof. Und ich bin fertig. Danke, dass ihr mir so lange zugehört habt.